Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla, liebe Leute. Ich bin hier schon mal hochgegangen. Danke, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Und wir schauen uns mal die schöne Gegend hier an. Bin hier extra schon hochgeklettert, damit wir uns diesen Part sparen können. Die Serie sprach davon, auf diesen Gipfel in sich zu gehen. Soll ich wahrscheinlich hier meditieren? Was siehst du? Wie war das nochmal? Ja, haben wir richtig ausgewählt. Bisschen unscharf die Sequenz, aber okay. Oder ich muss meine Augen neu justieren, aber ich glaube eher, dass es unscharf ist. Jarl Heming, bist du es wirklich? Mein Uge, nicht im Fleische. Warum hast du Odins Halle nicht erreicht? Oh oh. Bei Zeiten werde ich das. Wenn die Flammen den Scheiterhaufen verschlingen, reite ich auf dem Rauchpfad zur Ruhmeshalle des Allvaters. Ja, natürlich. Ich bin dankbar dafür, dich noch einmal zu sehen, Jarl. Ich kämpfe mit der Aufgabe, vor die du mich stelltest. Deinen Erben zu wählen, ist nicht leicht. Der eine wird geliebt, doch will die Aufgabe nicht. Der andere ist für die Aufgabe gewappnet, doch mag das Volk ihn nicht. Im Leben konnte ich dir keinen weiteren Rat geben, Eivor. Und so kann ich auch im Tod nur schweigen. Vergiss weisen Rat und kluge Überlegungen. Was ist es, das dein Herz dir sagt? Mein Herz steht still. Es redet nicht. Das sollte nicht meine Entscheidung sein, Heming. Es war immer deine Wahl. Du warst ihr Anführer. So wie Sigurd dein Anführer ist. Doch das stillt deinen Durst nach Ruhm nicht, Bitze deines Clans. Ich will Sigurd nicht ersetzen. Die Nornir spannen unser Schicksal vor langer Zeit. Wir Fäden. Doch du siehst es nahen und heißt es willkommen. Soll ich meinem Schicksal dann entsagen? Den Pfad zum Ruhm verlassen, auf dem ich wandle? Nein, du sollst bei seiner Verteidigung... Ah! Okay. Okay. So habe ich dich nicht in Erinnerung. Stimmt. Kriegt jetzt mehr ab. Keine Sorge. Hä? Jetzt Kriege an. Zögere nie. Ich sehe dich noch nicht mal, du feiger Hund. Du! Deswegen solltest du mir glauben. Vertraue auf dein Urteil. Ja, und jetzt? Ja, erstmal Bären sammeln, das ist wichtig. Ach, da unten. Hm.
Oh. Hoppala. Ich hole mich dich schon, keine Sorge. Du musst nur vor deinen scheiß Blitzen aufpassen, das war's. Easy peasy. Du hast mich gezwungen, Heming. Ich wollte das nicht. Bereue nichts, Eivor. Du hast mir den großen Schlachtentod gegeben, den ich im Leben suchte. Du alter Fuchs. Hast du mich deswegen angestachelt? Der Allvater. Er ist hier, um mich in seine Halle zu führen. Und ich muss folgen. Die Wahl, die du triffst, wird die richtige sein. Okay. Das war merkwürdig. Also die Quest, die war echt merkwürdig. Okay, nice. Ich muss mal ganz kurz... sehr professionell bin, aber... so. Ja gut, dann haben wir die Quest hinter uns. Aber für 7 Minuten ist mir die Quest einfach viel zu kurz. Gehen wir uns mal zu ihm. Gehen wir mal zu ihm. Ach, den Weg müssen wir auch tatsächlich laufen. Sozusagen. Oh, oh mein Gott, ich hab schon gedacht, da unten wäre nichts. Flieg voll. Ah, der Schnee sieht so nice aus. Auf geht's zu neuen Taten. Wollen wir mal gucken, ob die Flügel auch zu was Nutze sind. Ja, perfekt. Wieder rein ins Geschehen hier. Festlich und zu bald. Feuer, Kämpfe und alle Männer sind in Met eingelegt. Ach, das geht zu weit. Herrn Torb könnte brennen, bevor es der Scheiterhaufen tut. Götter, habe ich meinen lieben Jarl enttäuscht? Frieden, Trückwi. Ich versuche für Ruhe zu sorgen. Die Ungeheuer befinden sich in und um Herrn Torb. Die ungehörigen Gäste befinden sich in und um Hemtrop. Also gehen wir erstmal dahin. Na, dann sind wir mal gespannt, was wir hier machen dürfen. Bleib zurück, ihr Unterflieh, solange du noch heißt. Lokis Horn steht hier. Mein
Kennst du etwa Hemings berühmte Kampfhähne? Drachen mit mächtigen Krallen! Rette mich vor ihrem Zaun! Danke dir, mächtiger Thor! Du hast mein Leben gerettet! Thor? Wenn du wieder nüchtern bist, solltest du dich von Hähnen fernhalten. Ich muss sehen, was du siehst. So. Hier soll ja auch noch was sein. Guten Tag, Eivor. Guten Tag. Bist du zufällig wegen eines Auftrags hier? Nein. Komm jederzeit wieder, Eivor. Let's go. Hilfe! Feuer! Rettet meinen Fuß! Was ist dieser Fusel, von dem du sprichst? Ein unbezahlbares Geschenk eines Jahres würdig. Beeil dich aber. Boah, die ist ja blau wie eine Hobbitze, ne? Hilfe! Feuer! Rettet meinen Fuß, der brennt! Hilfe! Feuer! Rettet meinen Fuß, der brennt! Ups. Es war zu spät für deinen Fusel, wie du ihn nennst. Bei Buris Eiern. Den ganzen Weg aus dem Galariki habe ich den geschleppt. Dann heißt es jetzt wohl wieder wässriges Ale. Wenn du genug trinkst, löst Ale alle deine Probleme. Sehr ja. Wahr, sehr wahr. Du darfst gern mitmachen. Ein kleiner Schluck. Das haben wir nicht mitbekommen. Geschadet. Das hat keiner mitbekommen. Zeig mir, was vor uns liegt. Es ist niemals passiert. Ich wollte das Ding ablegen und ich schmeiße es einfach auf den Boden. Mehr braucht man dazu nicht mehr zu sagen. Geh aber schneller. Danke. Die sind ja alle blau in dem Dorf. Was soll dieser Wahnsinn? Du wagst es, unseren geliebten Heming mit deinem Dreck zu waschen. Hast du meine Frage nicht gehört? Dort drin ist ein Sachse. Der war dumm genug zu versuchen, Heming in den Himmel statt nach Valhall zu schicken. Nun kauert er hinter einer verschlossenen Tür. Ich tat es für seine unsterbliche Seele. Gleich gibt's was für deine unsterbliche Dummheit. Beruhigt euch alle. Ich spreche mit ihm und finde heraus, was er wirklich vorhatte. Bring diesen Dreckhaufen hier raus. Hilf mir. Sei meine Augen. Soll ich denn hier einen Schlüssel finden? Oben auf dem Dach? Ich brauche einen Pfeil. So, my friend. Gott im Himmel! Die Leute sind verärgert. Lass mich! Ich habe nichts Falsches getan. Du solltest lieber hinausgehen, bevor du gar nicht mehr gehen kannst. Ja, ja, ich gehe. Ich gehe ja schon. Tu mir bitte nichts. Dort ist dein Schlüssel. Wenn du die Tür öffnest, folge ich dir nach draußen.
Du hast den Schlüssel. Benutz ihn. Bring den Dreck auf mir raus. Okay. Du bezahlst für deine Taten, Schänder. Genug. Lasst ihn sprechen und sich erklären. Ich liebte Heming. Wirklich. Ich will nur, dass er frei ins Königreich Gottes fliegen kann. Also tränkst du seinen Körper mit deiner Fäulnisbrühe? War es das heilige Wasser der Christen? Natürlich. Ich weihte ihn im Namen des Herrn. Wen interessiert ein bisschen Wasser? Hör auf, dich lächerlich zu machen. Zwinge niemals einem toten Nordmann deine christlichen Mysterien auf. Aber ich wollte... Das sind deine Nachbarn. Achte sie. Lerne ihre Lebensweise kennen. Dann wirst du bis ins hohe Alter atmen können. Oh nein! Bitteschön. Jetzt bist du als einer von uns geweiht. Oh, wir bekommen ein bisschen Drescher ab, wa? Jetzt scheint es wieder geordneter zuzugehen. Dann gebe ich mal Trüppli Bescheid. Gehen wir mal zu ihm. Ach so. Er hat noch was. Wiederbeleben, ach so. So, my friend. Bitteschön. So, Trick wie. Ich habe die Gäste beruhigt, so gut es in ihrem Kummer ging. Sie trauern. Das ist zu erwarten. Trotzdem danke. Und wie fühlst du dich, alter Freund? Meine Trauer sitzt wohl tiefer als bei den meisten. Heming wäre stolz darauf, was du hier erreicht hast. Auf alles, was du für ihn getan hast. Hoffentlich. Der Schmerz wird vergehen, Trüggvi. Mit der Zeit. Ja, das stimmt. So, meine lieben Leute, dann haben wir das an dieser Stelle auch schon geschafft. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. War lustig. Der erste Kampf, der war echt crazy. Ne? Nochmal zum Zurückblicken. Das war echt crazy. Okay, wenn euch das Ganze gefallen hat, wisst ihr ja, wie es geht. Lasst gerne eine Bewertung da. Das würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge.